Hallo, liebe Hungrige. Gegenüber dem Herkömmlichen hat der Proteinpudding den Vorteil, dass er aus gesünderen Zutaten besteht und kalorienärmer ist. Allerdings hat das eben auch seinen Preis. Und wenn wir ihn selber machen, gibt es geschmacklich keinen Verlust. Aber das Ganze ist deutlich preiswerter und kann geschmacklich auch noch angepasst werden. Wir brauchen dafür eine Flüssigkeit, Milch oder Wasser. Kann, wenn euch das vom Geschmack her lieber ist, teilweise auch durch Fruchtsaft ersetzt werden. Wir brauchen Puddingpulver, Vanille, alternativ Speisestärke. Wir brauchen natürlich Proteinpulver, am besten mit Vanillegeschmack. Andernfalls könnt ihr auch noch ein paar Tröpfchen Vanillearoma dazugeben. Wir brauchen Grieß. Ich nehme Hartweizengrieß. Es darf aber auch ein anderer sein. Mit Dinkelgrieß zum Beispiel habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Und wir brauchen noch ein Verdickungsmittel, zum Beispiel Xanthan, Guarkern oder Johannesbrotkernmehl. Bei mir ist es Guarkernmehl. Gibt es in Reformhäusern oder gut sortierten Lebensmittelläden. Zuerst geben wir mal in eine Schüssel das Proteinpulver. Wir schütten den Grieß mit dazu und wir ergänzen mit dem Puddingpulver. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen. Macht sich wohl am besten mit dem Schneebesen. So, nun schütten wir die Milch in einen Topf. Dieser sollte auf dem Herd stehen. Und die Milch gilt es nun zu erhitzen, bis sie gerade so beginnt zu köcheln. Also hier am Rand, dann langsam aufsteigt. Und das ist der Moment, in dem wir nun die Mischung aus den trockenen Zutaten mit hineingeben. Diese einrühren. Alles soll wieder leicht köcheln. Dann stellen wir die Herdplatte aus, rühren so für ca. 2 Minuten weiter und nehmen dann den Topf vom Herd und lassen alles erstmal abkühlen. Ist die Masse abgekühlt, geben wir nun das Verdickungsmittel dazu, wie gesagt bei mir Guarkernmehl, stellt auch noch ein bisschen Milch oder Wasser bereit, denn jetzt wird alles nochmal gründlich miteinander verrührt, jetzt am günstigsten mit den Schneebesen des Rührgeräts. Und wenn wir dann, so wie bei mir, feststellen, dass die Masse doch noch ein bisschen fest ist, dann gebt noch ein bisschen von der Flüssigkeit dazu, bei mir waren es am Ende 50 Milliliter Milch. Also alles weiter miteinander verrühren, bis unser Pudding am Ende eine fluffig-cremige Konsistenz hat. Und dann können wir auch schon umfüllen, es sei denn, ihr wollt unbedingt aus dem Topf naschen. Und ihr müsst natürlich auch nicht unbedingt solch eine Einfüllhilfe verwenden. Ich finde es aber praktisch. Das Glas noch so ein bisschen hin und her schütteln, auch mal auf die Arbeitsfläche aufstoßen. Dadurch wird alles noch ein bisschen besser verteilt. Und dann bis zum Verzehr in den Kühlschrank stellen. Noch ist der Pudding ja leicht warm und selbstverständlich könnt ihr ihn auch so essen. Toppt ihn vielleicht noch mit Früchten, Beeren zum Beispiel oder anderes Obst. Und dann genießt ihn. Und ihr werdet sehen, steht dem Gekauften geschmacklich wirklich in nichts nach. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber lieber ein leckeres Müsli geben soll oder ihr ganz anders lieber Eis selbst machen wollt, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.